Willkommen hier wieder zurück zu The Legend of Zelda. Ja, E-C-H-O-S of Wisdom. Für die Leute, die nicht wissen, warum ich das buchstabiere und jetzt erst einschalten, ist es ganz einfach. Ich habe halt etwas von der Firma Amazon und das startet halt dann entsprechend damit. Und es ist ja halt in der Nähe und dann gibt es halt damit immer wieder Probleme. Und von dem her habe ich mir gesagt, okay, gut, das ist dann doof und ich vergesse es auch immer wieder auszumachen. Und dann ist das halt nochmal ein bisschen blöder. Und dann muss ich mal ruhig sein und ach. Also solche Sachen halt, ne? So, jetzt bin ich hier. Genau, hier war ich ja schon mal. Ich muss da außen lang. Mann! Nein, ich will da nicht rein. So, warte mal. Ich könnte die mit den Octoroks platt machen. Aber wir gucken hier nochmal, ob hier noch was ist. Im letzten Part waren wir ja schon da so in der Richtung lang gegangen. Und vielleicht entdecken wir hier das ein oder andere Geheimnis noch. Im letzten Mal haben wir hier einen Stempel gefunden. Und da ist eine Höhle. Das heißt also schon mal gut, wir müssen in die Höhle. Also hüpfen wir hier rüber. In die Höhle. Die Höhle, die Höhle. Das war eine einfache Höhle. Mit einem goldenen Ei. Geht es denn hier noch höher? Ich glaube nicht. Ich glaube es fast nicht. So, dann holen wir uns jetzt nochmal den Octorok raus. Oh. Ich brauche Bomben. Aber wo kriege ich Bomben her? Kann ich mir das markieren? Wählen? Weiß ich nicht. Mach ich rot, weil Bombe. Hier müsste ein Zugang sich öffnen lassen. Weiche zurück, Zelda. Zwar wollte ich da in den eigentlich so jetzt gar nicht rein. Ich glaube auch nicht, dass das der richtige ist. Weil da hinten ist der große. Ist auch nett, dass ich jetzt hier diesen ganzen Bereich sehe. Na, dann hüpfen wir einfach mal rein. Warum nicht? Ich kann die Anwesenheit meiner Gefährten spüren. Sie sind hier an verschiedenen Orten eingeschlossen. Insgesamt sind es 3 Stellen. Wenn wir sie alle befreien, können wir diesen Riss schließen. Fische. Komm, macht sie platt. Ich finde es ja umso besser, dass die runterfallen. Die schieben sich gegenseitig raus.
Abtauchen. Ja, ich könnte jetzt außen lang, aber ich gehe hier lang. Okay. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Ja? Okay. Sister, die harte Tour. Mhm. Jetzt ernsthaft? Ich brauche dafür zwei. Oh Mann. Ja. Einer zu viel. So. Das war Nummer zwei. Da sollte weiter nichts sein. Danke. Der letzte wird dann wahrscheinlich hier in dem Bereich irgendwo sein. Wow. Ich brauche irgendwas für unter Wasser. Ich habe nichts für unter Wasser. Okay. Ich will jetzt erstmal ganz kurz hier lang. Ich brauche irgendwas, was das angreift. Nehmen wir das. Moment, ich habe den gefunden. Die wollten mich hier austricksen, hier, ha? So, da haben wir alle. Wir haben alle meine Gefährten in dieser Welt des Risses, des Nichts gefunden. Damit können wir diesen Riss nun schließen. Hoffe ich doch. Ah, diese Piranhas brauche ich noch für Unterwasser. Also, Gegner unter Wasser zu besiegen ist zurzeit noch ein bisschen schwer für mich. Gut, ich könnte in den Linkgestalt gehen, aber egal. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Ja, wahrscheinlich nicht wieder viel, ne? Ja, na klar. Zwei Trikristalle. Komm, Sella, lass uns von hier verschwinden. Das heißt, also drei Stück fehlen mir noch. Schön. Und tschüss. Weg sind wir. Ich glaube, es gibt ja auch keine Boni oder sowas, weil der Riss ist ja dann wirklich komplett weg und das ist ja kein Dungeon in der Art und Weise. Ach komm, jetzt ernsthaft? Na komm, erwisch den. Danke. Ja, Mürrfisch. Runder Fisch mit mürrischem Gesicht greift Gegner in seinem Blickfeld an. In gerader Linie an. Da ist noch ein Mürrfisch, aber jetzt will ich keine weiteren Mürrfische. Jetzt will ich erstmal hier rüber. Was haben wir hier? Hier ist eigentlich die Quelle der Fee, wenn ich mich noch recht entsinne. Die Feenquelle.
Und da sind auch Feen außen dran, also Schmetterlinge. Aber ja, es ist die Feenquelle. Oh, es scheint, ich habe sehr lange geschlafen. Wer bist du und warum wächst du mich auf? Hm. Ich kenne dich zwar nicht, aber wenn ich dich so ansehe, habe ich das Gefühl, einen ungeschliffenen Diamanten vor mir zu haben. Ja, ich werde dich ein wenig schleifen und die Nachhilfe in Sachen Mode geben. Mal sehen. Wie wäre es, wenn ich dafür sorge, dass du mehr Schmuck, Accessoires und anderes Zubehör anlegen kannst? Da zögerst du noch? Du müsstest doch eigentlich darauf brennen, dich doch besser herausputzen zu können als bisher. Ja, Mode-Nachhilfe bitte. Hihi, dein Wunsch sei mir Befehl. Ach ja, natürlich erlaube ich mir dafür eine gewisse Gebühr zu kassieren. Wäre ja auch ganz schön verdächtig, wenn ich das umsonst für dich machen würde, oder? Du würdest dich fragen, wo der Haken liegt. Damit derartige Gedanken nicht aufkommen, verlange ich einen angemessenen Preis. Für dich dann um 100 Rubine, bitte. Hihi, ich liebe Rubine, musst du wissen. Dann werde ich deine modische Möglichkeit mal auf die Sprünge helfen. Ich möchte ganz kurz erwähnen, was braucht eine Fee, die schläft durchweg und nur eigentlich gerufen wird mit Rubinen? Ich habe noch nie eine Fee irgendwo shoppen sehen. Du kannst jetzt dein Zubehör mehr ausrüsten. So kannst du mir erstes Wasser auf einmal tragen. Welche Kombination am schicksten ist, das kannst du nur deinen eigenen Modegeschmack beantworten. Kann ich dir weiterhelfen? Modenachhilfe? Oh, du bist also bereit, deinen modischen Horizont zu erweitern? 300 Rubine. Du hast recht, mit Geld sollte man sorgsam umgehen. Lass dir in Ruhe durch den Kopf gehen. Ich muss weiter. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay, weil... Ich habe, glaube ich, nur zwei Sachen, ne? Ah, ne, ich habe drei. Aber trotzdem. Energia brauche ich jetzt erstmal nicht finden. Und zurzeit bin ich auch nicht im Sand unterwegs. Also wenn ich dann irgendwann ein Accessoire finde... Macht es natürlich Sinn, dann umzusteigen. Aber jetzt aktuell erstmal, nein. Oh. Ja, komm, lagert ihn. Yes! Da haben wir ihn, den guten alten Arachno. Kann auf Wasseroberfläche stehen, ohne unterzugehen. Jeder dritte Sprung ist besonders hoch. So, aber... Euch brauche ich jetzt erstmal nicht. Den einen Rubin, gut, wer den Rubin nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, heißt es. Na, egal. Ist den Schmuck nicht wert? Hier, lasst mich mal schön in Ruhe. Hihi. Wie das nichts bringt, wo war ich denn lang? Ach, da war ich lang, okay. Bin komplett falsch. So. Ach, ihr geht mir auf die Nerven. Nee. Ah. Das ist ein kleiner Wasserfall. Da hinten war der große Wasserfall. Da will ich ja eigentlich hin, ne? Weil eigentlich Zelda-typisch immer in einem Wasserfall. Deswegen, ich will jetzt zum Wasserfall. Wenn hier nichts drin ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich fühle mich gemobbt vom Spiel. Ding ist, die Spinne kann ich hier nicht spawnen. Also müssen wir uns jetzt hier erstmal schnell wegbewegen. Die nicht ein
Also ich hätte gemacht, dass er so nach 5-6 Mal so einen Drehwurm bekommt oder so, aber gut, ich bin nicht der Spielentwickler. Ja, rechts lang. Na komm, mach ihn platt. Ich glaube, man kann das Spiel auch komplett spielen, ohne dass man hier irgendwas macht. Mal hier gucken, ob hier irgendwo was ist. Bist du jetzt aggro auf den? Ach, komm. Für die paar Rubine lassen wir es jetzt mal gut sein. Gesucht Prinzessin Zelda. Wer die Prinzessin sieht, möge umgehend das Schloss informieren. Ich hab sie nicht ge... Ein neuer Gegner. Schnippdi-schnapp. Hihi. Oh, was ist das? Blasentang. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Achso. Sandkrabbe. Dieses Krabbenmonster streckt seine scharfen Zangen aus und bewegt sich flink im Seitwärtsgang. Au! Blöde Krabbe. Kommst du da ran? Wunderbar. Hier brauche ich nicht ins Wasser hüpfen. Ich glaube, wir sind am Ziel angekommen, ne? Jedenfalls, das soll das Ziel sein. Aber so wirklich will ich da jetzt noch gar nicht hin, weil ich habe jetzt hier das noch gar nicht erkundet. Hier den Bereich, weil hier bin ich zwar lang, also auf der anderen Seite. Ich kam ja von hier irgendwo oder wollte von hier kommen. Genau, hier von dem Weg wollte ich kommen. Jetzt will ich gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Bevor ich, wie gesagt, da lang weitergehe. Nein. So. Oh, ey, gleich falle ich da runter. Willst du mich auf den Arm nehmen? Na komm her. Du sollst nicht alle an dich ranziehen. Na komm, mach erstmal den platt. Dann brauchen wir da einen anderen. Wen nehmen wir denn da mal? Der wirft nur. Der schlägt nur. Sag mal, bist du denn total dumm? Der springt nur, statt zu schlagen. Ah, der ist natürlich total dumm.
Jawohl, von zwei Seiten belagern. Schön. Schwertmoblin Stufe 2. Aggressives Monster, das in ganz Hyrule vorkommt. Schützt sich mit seinem Schild, aber wenn man seine Attacken blockt, ist mir das egal. Na komm, hinterher. Komm, schnapp ihn dir. Danke. Und wir haben ein Schwertmoblin. Ich glaube, der ist sogar noch mal bei weitem besser als der Bumerang-Moblin. Flusspferdchen? Okay. Klar, wer kennt es nicht? Flusspferdchen. Kann man immer ins Essen packen. Immer wieder lecker. Pyrone-Sümpfe. Den Pilz bekomme ich nicht kaputt. Gut, aber in die Pyrone-Sümpfe muss ich ja jetzt eigentlich noch... Oh, der ist auch wieder interessant. Der ist auch wieder interessant. Ja. Danke, den nehme ich. Hydrosol. Blitzt sich auf, sobald er mit Wasser in Berührung kommt. Feuer kann ihm nichts anhaben. Das ist schön. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.